Unter dem Thema mutwillig stand der diesjährige Jahresempfang der CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag. Traditionell gab der Fraktionsvorsitzende Dr. Jan Redmann einen Ausblick in die Zukunft des Landes, die aufgrund angespannter Rahmenbedingungen Mut zum Weitermachen erfordert. Neben zahlreichen Gästen aus Politik und Wirtschaft war auch eine Senftenbergerin zu entdecken. Elisabeth Bruckmoser war gemeinsam mit drei weiteren Gästen zum Podiumstalk eingeladen. Sie und ihr Mann entwickeln mit ihrem Unternehmen Micromedical Produkte für die Bereiche Pflege und Medizin. Man merkte ihr an, dass für die Unternehmerin so viel Aufmerksamkeit nicht alltäglich ist. Total aufgeregt. Ich weiß eigentlich noch gar nicht, warum ich das gemacht habe. Aber ich glaube, wenn ich dann in Ruhe drüber nachdenke, ist es einfach nur toll, weil ich das für Senftenberg tue und für unsere Mitarbeiter und für unser Unternehmen. Allein dafür ist das heute das alles wert. Auch wenn die Aufregung nicht abfällt, ist Elisabeth Bruckmoser trotzdem gern hier. Das bedeutet mir schon total viel, weil das ja auch ein Stück weit Wertschätzung ist für das, was wir jeden Tag tun. Und das treibt natürlich immer mehr an, einfach noch mehr miteinander, füreinander zu tun. Und ja, dass es sich lohnt, bei uns in der Region auch was zu schaffen und Bewegung zu bringen. Neben der Micromedical-Unternehmerin waren noch Dr. Adeline Abimwi Awemo eingeladen für ihr Engagement bei der Integrationsarbeit in Cottbus. Dazu Tobias Exner, Inhaber der Bäckerei Exner, und Jan-Steffen Grünhagen für seine ambitionierten Bio-Landwirtschaftsprojekte. Es ging an diesem Abend um die Errungenschaften und den Unternehmergeist der Gäste. Dr. Jan Rittmann zeigte sich dabei begeistert von der Geschichte der Senftenbergerin. Was mich fasziniert hat, ist, dass sie, wie viele in meiner Generation, ja irgendwie nach dem Abi erstmal weggegangen ist und nach der Ausbildung, und sie ging irgendwie auch nach Bayern und ist aber zurückgekommen und ist nicht alleine zurückgekommen, sondern hat ihren Mann auch mitgebracht und auch noch ein Unternehmen aufgebaut. Das ist einfach so eine großartige Geschichte dieser Generation. Wir haben ja alle in den 90er Jahren erlebt, diese Zeit mit der unglaublich hohen Arbeitslosigkeit, mit der Perspektivlosigkeit. An meinem Gymnasium, da haben mir Lehrer erzählt, wir sollten uns schon mal vertraut machen mit dem Ausfüllen von einem Arbeitslosengeldantrag. Ja? Also diese Depression, die damals vorhanden war. Und dass da viele sich nicht haben von anstecken lassen, wie zum Beispiel Frau Bruckmoser. Ja? Und haben gesagt, nee, ich schaffe hier schon was. Ich habe in meinem Leben was vor. Ich lasse mir das gar nicht ausreden. Und es ist einfach ein Optimismus, der damit auch wieder nach Senftenberg zurückgekommen ist. Ich meine, diese Realschule da, die steht ja schon ganz schön lange leer. Und da muss jemand zurückkommen aus Bayern, um dann zu sagen, das ist doch meine alte Schule, warum steht denn die hier leer? Da kann man doch was draus machen. Die Renovierung und Umnutzung der alten Realschule ist ein Projekt, was den Bruckmosers viel Aufmerksamkeit in der Region um Senftenberg brachte. Der vorherige Investor ist mit seinen Visionen für das Haus nie an den Punkt der Umsetzung gelangt. Lange passierte hier nichts. Jetzt sind die Fortschritte kaum zu übersehen. Mit der Weiternutzung als Gästehaus stehen Bruckmosers mit ihrer Schule vor großen Herausforderungen, aber bleiben optimistisch. Also in der Schule arbeiten ganz viele fleißige, tolle Menschen mit. Wir sind schon total weit, wie ich finde. Die Fassade ist fast fertig. Das Gerüst kann bald abgebaut werden. Und die Fenster werden gerade eingebaut. Wir haben ganz zauberhafte Deckengemälde entdeckt und Wandmalungen. Ich glaube, wir werden uns alle total freuen, wenn diese Schule irgendwann fertig ist und mit Leben gefüllt wird. Als Geschenk an alle Besucher gab es von Elisabeth Bruckmoser noch Postkarten mit Motiven vom Kreativzaun vor ihrer alten Schule. Ein Kunstprojekt. Ein weiteres Mitbringsel, eine kleine rote Feuerwehr. Ein Modell für ihr neues Projekt, ein mobiles Krankenbett für Kinder. Dieses soll den kleinen Patienten in Kliniken oder Hospizen ein wenig Freude schenken und sie mobiler machen. Dass man ein Vehikel hat, diese Feuerwehr als Transportmobil, um Kinder aus dem Zimmer, wenn sie Infusionstherapien bekommen, so ein Stück weit flexibler zu machen. Aber Ziel der Veranstaltung war es nicht nur, die Unternehmer vorzustellen, sondern auch einen anderen Blickwinkel auf das Unternehmertum an sich zu ermöglichen. Mal so eine Bühne zu geben und sie mal ausführen zu lassen, die Unternehmer, zeigt natürlich auch ein anderes Bild als das, was so als Stereotyp oft in der Gesellschaft vorhanden ist. Da heißt ja, die verdienen viel Kohle und fahren große Autos und so weiter. Aber dass sie damit ein unglaubliches Risiko oft eingehen, dass sie 18 Stunden am Tag arbeiten, dass sie schlaflose Nächte haben, dass viele von ihnen am Ende auch auf der Strecke bleiben und scheitern. Ja? Das ist natürlich auch etwas, was auch erzählt werden muss, um zu rechtfertigen, dass man auch ihnen den Erfolg dann auch gönnt. Und manche Urteile über Unternehmer finde ich ziemlich ungerecht von einer sehr sicheren Position aus. Und da wollten wir heute auch mal einen Punkt dagegen setzen. Ob nun Realschulumbau, riesige Bio-Landwirtschaftsanlagen, Bäckerfachbetrieb oder Integrationshilfe. Große Projekte, die die Region verändern sollen, erfordern Mut und hoffentlich ist hier, wie es das Sprichwort sagt, das Glück den Mutigen hold.